Hallo und herzlich willkommen hier beim Licht- und Schatten-Podcast mit mir, Andrea Hein ist mein Name. Ich freue mich jetzt, dass du hier bist und mir ein bisschen zuhörst zum Thema die universellen Gesetze des Lebens. In der letzten Podcast-Folge habe ich ja schon kurz das Gesetz der Polarität angesprochen und auch erwähnt, dass ich auf jeden Fall mal eine Folge zu den universellen Gesetzen machen möchte. Und dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht gleich? Die sind so wichtig und wenn man sie kennt, kann man sich das Leben damit auf jeden Fall vereinfachen. Und deswegen möchte ich dir jetzt heute ein bisschen etwas zu den 7 universellen Gesetzen des Lebens erzählen. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, was sind denn jetzt eigentlich diese universellen Gesetze? Diese universellen Gesetze des Lebens, die erklären uns, wie die Welt funktioniert und wirken ganz genauso wie die physikalischen Gesetze. Egal, ob wir diese annehmen oder nicht. Und wer sie kennt, hat mit ihnen eine sehr wertvolle Anleitung für das Spiel des Lebens. Und wer sie anwendet und nach ihnen lebt, der vereinfacht sich das Leben damit ungemein. Mit den universellen Gesetzen des Lebens ist es ungefähr so wie mit den Regeln im Straßenverkehr. Wenn wir sie nicht kennen, dann machen wir uns und anderen das Leben ziemlich schwer und werden früher oder später auch einen Unfall verursachen. Stell dir einmal vor, du fährst durch die Straßen und kennst keine einzige Regel. Das kann nicht funktionieren. Nur durch diese absolute Einhaltung der Regeln können wir uns im Straßenverkehr sicher fortbewegen und ohne Probleme dahin kommen, wo wir hin möchten. Ohne diese Regeln gäbe es Unfälle und Chaos und sehr viel Leid. Und vielleicht ist es auch so, dass, weil eben so viele diese Gesetze nicht kennen, dass so viel Leid auf der Welt herrscht. Kommen wir zum ersten Gesetz. Also die Reihenfolge, die habe ich jetzt hier selber bestimmt. Es gibt nicht das erste, zweite, dritte und so weiter, aber ich gehe jetzt einfach so nach Nummern vor. Und als erstes Gesetz habe ich das Gesetz des Geistes mir ausgesucht. Das heißt, alles entspringt dem göttlichen Schöpfergeist. Das bedeutet, dass alles im Universum geistig ist. Jede Existenz ist geistigen Ursprungs. Und Geist ist Energie. Somit ist alles Energie und miteinander verbunden. Bevor etwas entsteht, gibt es immer schon den Gedanken davon. Das bedeutet, deine Gedanken erschaffen deine Realität. Bevor du etwas tust, denkst du daran. Also, wenn du zum Beispiel in der Früh aufstehst, dann denkst du dir, ich stehe jetzt auf und gehe ins Bad. Also vor jeder Handlung ist immer der Gedanke. Wenn du dich mal den ganzen Tag sehr genau beobachtest, dann wird dir das auffallen, dass zuerst immer der Gedanke ist, bevor etwas getan wird. Und wenn man dieses Gesetz kennt, dann kann man natürlich mit seinen Gedanken unglaublich viel arbeiten. Denn wenn man weiß, dass die Gedanken die Realität erschaffen, dann wird man Gedanken wählen, die lebensbejahend und wohltuend sind. Viele Menschen denken eher lebensverneinend und schlecht von der Welt. Ich persönlich habe viele Jahre meines Lebens total schlecht gedacht und letzten Endes ist aber dann auch alles so eingetroffen, wie ich es mir erdacht habe. Und seit ich mein Denken verändert habe und mich darauf hintrainiert habe, mir wohlwollende Gedanken zu denken, also gegenüber mir und gegenüber der Welt und auch den anderen Menschen, seitdem hat sich auch meine Realität total verändert. Das kann man einfach mal ausprobieren. Es ist natürlich auch Trainingssache und wenn du einmal versuchst, in deine Gedanken einzugreifen, die jetzt dich eher runterziehen, die dir Kraft rauben, und die nicht wohlwollend dir gegenüber oder auch den anderen Menschen gegenüber sind. Wenn du die mal unterbrichst und dann austauschst in wohlwollende Gedanken, dann wird sich auch dein Tag verändern. Dieses Gesetz kann man eigentlich leicht beweisen, sozusagen. Sich selbst beweisen. Es gehört natürlich schon ziemlich viel Disziplin erstmal dazu, sein Denken zu verändern. Aber ja, letzten Endes, das habe ich ja auch schon in den anderen Podcast-Folgen erwähnt, ist der Ursprung für unseren Zustand und unser Leben immer der Gedanke. Aber somit hat man halt auch wahnsinnig viel selbst in der Hand. Also das ist schon sinnvoll, hier sich dessen bewusst zu werden, dass man mit seinen eigenen Denken
sich seinen Zustand sozusagen selbst erschafft. Okay, ich würde sagen, wir kommen zum zweiten Gesetz. Hier habe ich das Gesetz der Entsprechung mir ausgesucht als zweites Gesetz. Also das bedeutet, wie oben, so unten. Wie innen, so außen. Also wie wir die Welt erleben, ist ein Spiegel unseres Inneren. Alles, was uns im Außen begegnet, hat immer etwas mit unserem Inneren zu tun. Das bedeutet, Veränderung beginnt immer bei uns selbst. Wenn wir Veränderung im Außen möchten, dann sollten wir uns selbst verändern und nicht darauf warten, dass sich irgendetwas im Außen verändert, damit es uns besser geht. Jede Veränderung beginnt bei dir selbst. Und hier kann ich eigentlich auch wieder aus meinem Leben erzählen. Und zwar habe ich immer darauf gewartet, dass irgendwie sich etwas im Außen verändert. Das Außen war sozusagen schuld an meinem Zustand. Ich habe das lange nicht begriffen, dass ich selber für meinen Zustand verantwortlich bin. Die Menschen waren sozusagen böse, die Welt war schlecht und deshalb ging es mir so schlecht. Aber es ist eben genau andersherum. Wenn wir von der Welt schlecht denken und von den anderen Menschen, dann werden die in unseren Augen auch so sein. Das hat auch wieder ganz viel mit Wahrnehmung zu tun. Also wie wir selbst im Inneren sind, so nehmen wir die Welt auch wahr. Die Welt ist nicht so, wie wir sie wahrnehmen. Wir nehmen die Welt so wahr, wie wir sind. Und wenn wir unsere Einstellung, unser Inneres verändern, dann verändert sich auch die Welt für uns. Also hier ist es ganz klar zu erkennen, dass wenn man sich im Inneren verändert, verändert sich auch die Welt. Das kann man jetzt auch wieder ganz leicht selber testen, indem man seinen Fokus und seine Aufmerksamkeit übt, auf die schönen Dinge des Lebens zu richten. Das heißt, auf Dinge, die du hast, auf Dinge, für die du dankbar bist, auf die Natur. Die Welt hat ja unglaublich viel Schönes zu bieten. Und wenn man sich dahin trainiert, mal über mehrere Wochen seinen Fokus komplett auf die schönen Dinge des Lebens zu richten und dankbar dafür zu sein, was man eben alles hat, was man schon erreicht hat, was man vielleicht auch Materielles hat, dann wird sich auch das Außen total verändern. Dann sieht man immer mehr schöne Dinge und dann wird sich auch das Innere verändern. Man sieht dann sozusagen immer mehr schöne Dinge und ist immer für mehr dankbar und die ganze Stimmung im Inneren wird sich verändern. Und plötzlich ist die Welt ein wundervoller Ort der Entwicklung und des Wachstums und kein grauer und düsterer Ort mehr. Also das Gesetz der Entsprechung, wie innen so außen, kann man auch wieder ganz gut für sich selbst ausprobieren und dann auch für sich selbst wieder beweisen. So, kommen wir zum dritten universellen Gesetz des Lebens. Das Gesetz der Schwingung. Das heißt, nichts ruht, alles schwingt. Jeder Gedanke, jedes Gefühl schwingt auf einer ganz bestimmten Frequenz. Frieden, Liebe und Freude schwingen zum Beispiel auf sehr hohen Frequenzen. Angst, Zweifel und Hass schwingen dagegen auf sehr niedrigen Frequenzen. Die Frequenz, mit der wir und unsere Gedanken schwingen, zieht Dinge in unser Leben, die auf der gleichen Frequenz schwingen. Das bedeutet, negative Gedanken und Gefühle ziehen negative Gedanken und Gefühle an. Um den Kreislauf zu unterbrechen und auf einer höheren Frequenz zu schwingen, ist es wichtig, seine Gedanken und seine Gefühle zu verändern. Denn wenn man immer negativ denkt und sich dementsprechend fühlt, wird man immer auf der gleichen Frequenz bleiben. Du kannst eigentlich nur aussteigen aus diesem Kreislauf, wenn du beginnst, deine Gedanken und Gefühle zu verändern. Dann wird sich auch deine Frequenz in deinem Leben verändern. Nach der Lehre von David Roman Hawkins leben bzw. schwingen die Menschen auf unterschiedlichen Bewusstseinsebenen und nehmen die Welt in Relation ihrer jeweiligen Ebene wahr. Um auf eine höhere Bewusstseinsebene emporzusteigen und sich von dem Leid dieser Welt zu befreien, ist persönliches und spirituelles Wachstum nötig. Die Bewusstseinsebenen kann man sich ungefähr wie eine Treppe vorstellen. Jede Stufe stellt eine Ebene dar. Die niedrigste Stufe des Bewusstseins ist der Tod, also das heißt, es ist kein Bewusstsein vorhanden.
Und die höchste Stufe ist die Erleuchtung. Das heißt, es ist reines Bewusstsein vorhanden. Und diese Treppe mit allen Bewusstseinsstufen nennt Hawkins die Skala des Bewusstseins. Die Skala geht vom Wert 0 bis zum Wert 1000. Ich nenne diese verschiedenen Bewusstseinsebenen auch gerne Seinszustand, denn sie drücken aus, wie wir uns momentan identifizieren und wie wir unser Sein zum Ausdruck bringen und wie wir leben. Wenn du im Internet nach Skala des Bewusstseins von Hawkins googelst, dann siehst du so Tabellen, wo das ganz genau beschrieben ist, welche verschiedenen Stufen des Bewusstseins es eben gibt. Also ganz in Kürze, es geht halt praktisch bei der Ebene 0 mit dem Tod los. Ebene 20 ist Scham, 30 Schuld, 50 Apathie, 75 ist Trauer, 100 ist Angst, 125 ist Verlangen, 150 ist Ärger, 175 ist Stolz, 200 ist Mut, 250 ist Neutralität, 310 ist Bereitwilligkeit, 350 ist Akzeptanz, 400 ist Vernunft, 500 ist Liebe, 540 ist Freude, 600 ist Frieden und zwischen 700 und 1000 ist dann die Erleuchtung, also das reine Bewusstsein. Und Menschen, die sich auf den Ebenen unter 200 befinden, auf der Ebene von Scham, Schuld, Apathie, Trauer, Angst, Verlangen, Ärger, Stolz, die nehmen ihr Leben aus einer Opferperspektive wahr und haben mit ihren Energien negative Auswirkungen auf das eigene und das Leben von anderen. Und ab der Ebene von 200, das geht ja dann los mit Mut, dann kommt Neutralität, Bereitwilligkeit, Akzeptanz, Vernunft, Liebe, Freude, Frieden und ganz oben eben die Erleuchtung. Auf diesen Ebenen gehen die Menschen in die Selbstverantwortung und wirken mit ihren Energien positiv auf sich selbst und andere. Und je nachdem, auf welcher Ebene wir eben schwingen, ziehen wir auch Dinge in unser Leben, die ebenso auf dieser Ebene schwingen. Auf eine höhere Bewusstseinsebene steigen wir empor, wenn wir uns dann eben persönlich oder spirituell weiterentwickeln. Das heißt, wir haben es eben in der Hand, in welchem Zustand, in welchem Seinszustand wir leben möchten. Wenn uns diese Bewusstseinsstufen klar sind, können wir an uns arbeiten, Stufe für Stufe weiter nach oben zu steigen. Und in meinem Leben sehe ich das ganz deutlich, dass das bei mir absolut mit dieser Scham und dieser Schuld halt losging. Also ich war wirklich auf den untersten Stufen dieser Bewusstseinsebene. Im Nachhinein ist mir das klar geworden, dass tief in mir so ein Glaubenssatz war von wegen, ich bin schuld, dass es den anderen so schlecht geht und ich habe eigentlich gar keine Daseinsberechtigung. Jetzt die letzten Jahre ist mir das eigentlich so klar geworden, dass in mir so eine gewisse Schuld war, dass es meiner Schwester so schlecht geht. Weil ich bin jetzt die Zweitgeborene und ich habe noch eine ältere Schwester, die ist nur 1,5 Jahre älter als ich. Als ich dann da war, habe ich ihr sozusagen die Eltern weggenommen. Im Erwachsenenalter hat sie mir das auch mal erzählt, dass als ich dann plötzlich da war, ich war dann so das Papakind und sie hatte den Papa nicht mehr und ich habe dann nochmal eine jüngere Schwester, da ist dann nochmal eine jüngere Schwester gekommen und als die dann da war, die war dann so das Mamakind und für sie blieb irgendwie keiner mehr übrig. Diese Familienbanden, die es eben gibt, die wirken ganz stark und meistens wirken die eben unterbewusst, das merkt man ja nicht. Ich habe mir ja damals nicht gesagt, ja, ich bin jetzt schuld, dass ich am Leben bin und meine Schwester Depressionen bekommen hat. Die hat dann eben auch als Kind schon Depressionen bekommen und ich war halt ein sehr lebensfrohes Kind und habe es dann so als meine Aufgabe gesehen, sie da irgendwie rauszuholen aus den Depressionen. Und letzten Endes schließt sich der Kreis auch in meinem Leben. Ich habe ja dann auch die Depressionen bekommen und habe die dann eben überwinden können. Und vor ein paar Monaten ist mir das eben so klar geworden, dieser Kreislauf. Mit meiner ganzen Arbeit, die ich mache, das schicke ich ja auch immer meiner großen Schwester. Also irgendwie war ich da immer noch so in dieser Rolle, ich muss sie da irgendwie daraus retten, um meine Schuld sozusagen abzuarbeiten. Aber das läuft ja alles oft unterbewusst ab. Bei irgendeiner Meditation ist es mir dann wie Schuppen vor den Augen plötzlich gefallen, dass das schon alles so zusammenhängt. Und ich glaube, diese Familienkonstellationen, also diese Bande der Familie, die wirkt total stark
ohne dass man das bewusst überhaupt wahrnimmt. Da ist dann viel Schuld oft mit dabei und gerade so in Geschwisterkonstellationen ist, glaube ich, oft viel Schuld mit dabei, die halt unterbewusst wirkt und sich dann im Leben des Einzelnen halt spiegelt. Denn bewusst klar ist es einem ja überhaupt nicht. Das spiegelt sich dann im Leben wieder. Und wenn man sein Leben ganz genau beobachtet, dann kann man das auch heilen. Aber dafür gehört halt viel Bewusstseinsarbeit und ja, persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. In dem Beispiel mit meiner Schwester, das ich jetzt gerade gebracht habe, da könnte es ja auch sein, dass meine Schwester letzten Endes die Depressionen bekommen hat, weil sie sich auch wieder schuldig dafür fühlt, mir sozusagen die Schuld zugeschoben zu haben für ihren Zustand. Einerseits liebt sie mich ja, andererseits macht sie mich unterbewusst dafür verantwortlich, dass sie sozusagen ihre Eltern wegen mir verloren hat. Also das passt dann schon immer irgendwie zusammen. Jeder fühlt sich letzten Endes schuldig für etwas, das er getan hat. Aber wie gesagt, man kann da aussteigen aus diesem Kreislauf und Stufe für Stufe in eine höhere Bewusstseinsebene eben steigen. Und am einfachsten ist es, glaube ich, meiner Meinung nach, auf eine höhere Ebene zu steigen, wenn man sein Umfeld den Ebenen anpasst. Meistens hat man ja Menschen in seinem Leben, die auf der gleichen Ebene schwingen. Und wenn du jetzt zum Beispiel zu irgendwelchen Vorträgen gehst oder dich mit Themen befasst, wie persönliche und spirituelle Weiterentwicklung, dann wirst du Menschen begegnen, die wahrscheinlich auf höheren Ebenen schwingen. Und wenn du dann viel mit diesen Menschen zusammen bist, dann wird sich deine Schwingung auch wieder anpassen. Also man schafft es relativ schnell, auf höhere Stufen zu steigen, wenn man sich mal dessen bewusst wird, dass es diese Stufen gibt und sich dann eben dementsprechend verhält und mit Themen befasst, die einen zu höheren Stufen bringen. Also so hat es bei mir funktioniert. In meiner zweiten Podcast-Folge ging es ja über die Gefühle und auch über den Seinszustand. Da erzähle ich eigentlich ziemlich viel, wie man es schafft, auf eine andere Bewusstseinsstufe eben zu kommen. Also auf eine Stufe des Friedens und der Liebe und auch der Freude. Das ist viel praktisches Training, was man da machen kann. Denn seine Gefühle kann man ja auch bewusst beeinflussen und darüber spreche ich eben in dieser Folge. Also wenn dich das näher interessiert, dann hör dir einfach mal die Podcast-Folge über die Gefühle. Anleitung für Gefühle habe ich sie genannt. Hör dir das einfach mal an. Im Laufe des Tages kann sich diese Stufe natürlich dann auch wieder ändern. Also ich bin auch mal wütend oder ich bin verärgert. Dann schwinge ich dann wieder kurzzeitig auf einer niedrigeren Stufe. Aber es liegt dann in meiner Verantwortung zu schauen, dass ich doch wieder dann mich eher für den Frieden entscheide und für die Liebe. Auf welcher Bewusstseinsebene wir schwingen möchten, ist schon sehr eine Entscheidungssache. Denn oft passiert es ja auch im Alltag, dass uns die Schwingungen der anderen Menschen beeinflussen. Hierzu fällt mir jetzt gleich eine aktuelle Geschichte aus meinem Leben ein. Und zwar arbeite ich ja freiberuflich für das Bildungszentrum der Handwerkskammer. Wir machen da so Potenzialanalysen für Jugendliche. Und immer wenn die eben stattfinden, fahren wir gemeinsam, das ganze Team, mit dem Zug eben zu dem Ort, wo das stattfindet. Und während der Zugfahrt war halt ein Kollege sehr schlecht gelaunt. Ich war eigentlich total gut gelaunt in der Früh und mir ging es richtig gut. Und der hat sich dann sehr über die ganze Situation aufgeregt und hat halt seinen kompletten Frust an mir abgeladen. Und letzten Endes ging es mir dann total schlecht, da ging es mir überhaupt nicht mehr gut. Ich konnte mich da nicht abgrenzen, meine gute Schwingung konnte ich nicht aufrechterhalten. Und ich war dann tatsächlich die ganze Zugfahrt über auch schlecht gelaunt. Meine Frequenz hat sich da komplett der Frequenz des Kollegen angepasst. Und im Laufe des Tages konnte ich aber dann wieder meine Schwingung anheben. Da habe ich dann meinen Fokus wieder auf mich selbst gerichtet und auf das, wie ich mich eigentlich fühlen möchte und wie ich eigentlich sein möchte. Also diese Bewusstseinsstufe, auf der wir schwingen, ist zum großen Teil eine Entscheidung, die man trifft. Man kann sich jeden Tag neu dafür entscheiden, heute in Frieden und Liebe durch die Welt zu gehen. Und auch wenn Einflüsse von außen kommen, die uns immer wieder durchrütteln oder die uns immer wieder belasten, kann man sich schon das bewusst machen, dass das ja nichts mit einem selber zu tun hat. Und man kann sich dann wieder ganz konkret für den Frieden und für die Liebe entscheiden. Okay, jetzt lasse ich es aber gut sein mit dem Gesetz der Schwingung. Und jetzt möchte ich gern zum vierten universellen Gesetz kommen.
Und zwar ist es das Gesetz der Polarität oder auch Dualität. Alles in der Welt hat zwei Pole. Hitze kann nur erfahren werden, wenn es Kälte gibt. Weiblichkeit nur, wenn es Männlichkeit gibt. Ohne Dunkelheit gibt es kein Licht und ohne Licht keine Dunkelheit. Das eine braucht immer auch das andere, um überhaupt von uns wahrgenommen werden zu können. Ohne Leid kann Freude nicht erfahren werden. Ohne Krankheit wird uns nicht bewusst, wie es ist, gesund zu sein. Und ohne Krieg können wir auch nicht wahrnehmen, wie es heißt, in Frieden zu leben. Das bedeutet, du sollst deine Schattenseiten ebenso annehmen wie deine Lichtseiten. Denn sie sind ein Teil von dir. Auch wenn wir die eine Seite am liebsten überhaupt nicht spüren möchten, brauchen wir sie doch, um das Leben erfahren zu können. Diese Erkenntnis hilft mir, die Welt, wie sie ist, besser zu verstehen. Und vor allem gibt mir diese Erkenntnis Hoffnung. Denn ich weiß, auch in Zeiten, in denen ich traurig bin, die Freude ist niemals weg. Sie ist immer in mir und wartet schon auf mich. Denn wo das eine ist, ist immer auch das andere. Anders ist es überhaupt nicht möglich. Egal wie dunkel es auch ist, das Gesetz der Polarität sagt dir, dass das Licht immer da ist. Es war und ist niemals weg. Es gibt immer auch die andere Seite. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum fünften universellen Gesetz. Das passt jetzt eigentlich ganz gut zu dem Gesetz der Polarität. Und zwar ist es das Gesetz des Rhythmus. Das bedeutet, alles pendelt in einem Rhythmus wie eine Pendeluhr immer zwischen zwei Gegensätzen hin und her. Nach der Nacht kommt der Tag. Nach der Einatmung folgt die Ausatmung. Nach der Geburt folgt irgendwann der Tod. Nach der Traurigkeit folgt die Freude. Das bedeutet, du wirst niemals in einer Krise feststecken. Du kannst dir immer sicher sein, dass, was auch immer gerade in deinem Leben passiert, es wird vorübergehen und bessere Zeiten werden kommen. Wenn man sich dessen bewusst macht, dann hat man schon immer so einen Lichtblick in sich. So eine Hoffnung, dass sich der Zustand eben wieder verändert. Okay, dann können wir auch gleich zum sechsten universellen Gesetz kommen. Und zwar ist es das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das ist wohl das bekannteste Gesetz der universellen Gesetze. Alles hat eine Ursache. Nichts geschieht zufällig. Dein heutiger Zustand, also zum Beispiel die depressive Phase, in der du steckst, ist das Ergebnis einer Kette von Ursachen. Es ist nicht dein Schicksal, das dir vom Leben aufgezwungen wurde, sondern du bist aufgrund von irgendwelchen Umständen, Situationen, Erlebnissen in deinem Leben so geworden, wie du heute eben bist. Dein heutiger Zustand ist das Ergebnis vieler verschiedener Ursachen. Und dein neuer, kraftvoller, freudvoller Zustand, den du dir für die Zukunft wünschst, der ist auch wieder das Ergebnis vieler verschiedener Ursachen. Und diese Ursachen, die kannst du heute selbst legen, indem du zum Beispiel ab heute deine Aufmerksamkeit oder deinen Fokus nicht mehr auf deine Leiden richtest, sondern ab heute an deinen neuen, kraftvollen und lebensfrohen Zustand arbeitest. Und dieses Gesetz zeigt halt ganz, ganz deutlich, dass wir unser Leben und unseren Zustand selbst in der Hand haben. Wir haben es selbst in der Hand, welche Entscheidungen wir treffen möchten. Jede noch so kleine Entscheidung, die wir im Leben treffen, beeinflusst unsere Zukunft. Wir haben es selbst in der Hand, wie wir handeln möchten. Wir haben es selbst in der Hand, wie wir andere Menschen behandeln. Wir haben es selbst in der Hand, wie wir uns selbst behandeln. Wir haben es sogar selbst in der Hand, was für Gedanken wir denken möchten und letzten Endes auch, wie wir uns fühlen möchten. Also wir können ganz viele Ursachen selbst legen und eine entsprechende Wirkung damit erzielen. Natürlich gibt es auch viele Ursachen, die haben wir nicht selbst in der Hand. Es können uns Dinge im Leben passieren, die kommen ganz unvorhergesehen. Es kann uns zum Beispiel ein Unfall passieren, ohne dass wir dafür die Ursache gelegt haben. Aber auch wenn uns Dinge passieren, die jetzt nicht geplant waren von uns, die unvorhergesehen kommen, können wir immer noch selber entscheiden, wie wir mit diesen Situationen umgehen möchten und wie wir diese Situationen auch bewerten möchten. Wie wir uns entscheiden, wie wir mit den Situationen, die uns im Leben passieren, umgehen möchten, ist wieder eine neue Ursache, die eine neue Wirkung erzielt.
Okay, so viel zum Gesetz von Ursache und Wirkung. Und jetzt kommen wir schon zum letzten universellen Gesetz. Das Gesetz der Anziehung. Dieses Gesetz ist dir bekannt, wenn du das Buch The Secret kennst. Da geht es genau um dieses Gesetz der Anziehung. Gleiches zieht Gleiches an. Man könnte auch sagen, so wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch wieder hinaus. Jeder Gedanke, den wir denken, jedes Gefühl, das wir fühlen, jedes Wort, das wir sagen, zieht ähnliche oder gleichartige Gedanken, Gefühle und Worte an. Das bedeutet, wenn du Liebe und Frieden erfahren möchtest, dann bring selbst Liebe und Frieden in die Welt. Das Gesetz der Anziehung besagt, dass du immer genau das in dein Leben ziehst, worauf du dich konzentrierst. Wenn du zum Beispiel dich darüber beklagst, wie schlecht alles ist, dann ziehst du auch das Schlechte in dein Leben. Wenn wir dagegen die Dinge im Leben positiv sehen und uns darauf konzentrieren, was alles schön ist in unserem Leben, dann werden wir auch mehr Positives in unser Leben ziehen. Hierzu passt eigentlich wieder ganz gut die Geschichte mit meinem Kollegen, der eine wahnsinnig schlechte Laune hatte. Also, er war schlecht gelaunt und hat letzten Endes mit seiner Laune viele andere Launen auch verdorben. Und letzten Endes war die Zugfahrt nicht mehr besonders positiv, ganz im Gegenteil. Also er hat damit viel Schlechtes in sein Leben gezogen. Hätte er jetzt stattdessen irgendetwas Lustiges erzählt, das hat er ja auch schon ganz oft gemacht, dann hätten wir alle mit ihm gelacht und er hätte mit seinem Tun ganz viel Freude verbreitet und diese Freude der anderen eben auch wieder in sein Leben gezogen. Dadurch, dass sich alle anderen gefreut hätten, hätte er ja noch mehr Freude vielleicht sogar abbekommen. Also, Gleiches zieht Gleiches an. Und wenn wir uns freudvoll und glücklich fühlen möchten, dann erreichen wir das, wenn wir uns selbst dafür entscheiden, uns freudvoll und glücklich zu fühlen und dementsprechend zu handeln und nicht darauf warten, dass irgendetwas im Außen passiert, das uns freudvoll und glücklich macht. Sondern wenn wir uns so fühlen möchten, dann sollten wir auch selber dafür etwas tun, dass es dann eben so ist, dass wir uns dann freudvoll und glücklich fühlen. Und dadurch ziehen wir auch mehr von dieser Freude und diesem Glück in unser Leben. Denn Lachen ist ansteckend. So, das waren sie, die universellen Gesetze des Lebens. Und wenn es dir gelingt, immer ein bisschen mehr danach zu leben, dann wirst du merken, dass das Leben gar nicht so schwierig ist. Mit der Anwendung der Gesetze wird das Leben leichter. Du kannst das Ganze ja so ein bisschen wie ein Spiel betrachten. So habe ich das gemacht. Ich habe mir ganz gezielt die Gesetze vorgenommen und einfach mal geguckt, was passiert, wenn ich die anwende. So macht es dann auch irgendwann richtig Spaß, mit diesen Gesetzen im Einklang zu leben. Und als Belohnung bekommt man ja dann auch, dass es einfach besser läuft im Leben, dass das Leben einfach schöner wird, dass das Leben doch nicht so schrecklich ist, wie man sich früher oft gedacht hat, sondern dass man da eben auch ganz viel Einfluss drauf hat, wie das eigene Leben läuft und wie man sich fühlt. Ja, dann wünsche ich dir noch alles, alles Liebe und viel Spaß beim Anwenden der Gesetze. Ich mache jetzt Schluss für heute und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt und diese Folge vielleicht auch kommentierst. Wenn du denkst, der Inhalt dieser Folge könnte andere Menschen interessieren, dann teile doch diese Folge auch gerne auf deinen sozialen Netzwerken. Und wenn du Fragen zur Folge hast, kannst du mir diese wie immer unter dem Post auf Instagram stellen oder besuch auch gerne meine Homepage www.andrea-hein.de. Da findest du auch alle Infos über mich und meinen Weg. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und schick dir eine riesengroße Umarmung. Die Liebe in mir grüßt die Liebe in dir. Deine Andrea.